So, und jetzt schauen wir uns mal in diesen Ort genauer um, würde ich mal sagen. Ne? Willkommen zurück zu Terra Nigma. Irgendwo in China. In Yamei, oder wie man das auch immer aussprechen möge. Was gibt's denn eigentlich hier hinten? Hier, ich habe leckere Früchte, nur 10 Taler. Okay. Lecker! Früchte, und was gibt's hier? Eine Brennnesselsuppe, Alter. Ist nicht so meins, sorry. Habe ich nur einmal gegessen. Nie wieder. Ist wirklich so, Leute, sorry, aber ich mag keine Brennnesselsuppe. Nein, danke. Und hier ist auch wieder ein Touristencenter. Und das sollte man auch wieder mit Bildern, ja, beliefern. Habe schon ausgerüstet, passt. Wir wollten Burg Drachenfels sehen, doch man ließ uns nicht hinein. Oh nein. Drachenfels war vor langer Zeit ein stolzer Königssitz. Lange Jahre habe ich Burgführung veranstaltet. Nun bin ich ohne Job. Oh Mann, oh. Ach, du kannst bist Männer. Niemand weiß jedoch, wer der neue Besitzer ist. Doch kürzlich wurden merkwürdige Gestalten in einer Burg gesehen. Eine Burg Drachenfels. In diesen Gegend gibt es nicht Burg Drachenfels zu sehen. Nicht? Ne? Ich glaube, die wollen erst die Bilder, wenn ich das mit Burg Drachenfels hinter mir habe. Ja, das kann sein. Würde auch irgendwie passen. Ich könnte auch mal im Magier-Shop was kaufen, zum Beispiel ein paar Heilungen. Ich habe nur so 5 Stück. Na, machen wir mal. Willkommen, Magier! Huh, schlagen wir herein. Okay, ich bräuchte einmal dreimal das hier und dann bin ich schon wieder ohne Kristalle. Ja, so schnell geht es mit Magien. Darum sind Magien in Terra Nigma auch ein bisschen verrufen. Die sind einfach so schnell weg. Die Kristalle. Man sammelt sie zwar ohne Ende, aber... Oh, Moment. Foto machen. Aber trotzdem, ist es so... Oh, Moment. Apropos Kristall. Hier hinten ist einer. Und zwar gratis. Nehme ich gerne mit. Was haben wir denn hier? Ja, mal habe ich mich noch nicht so gut umgesehen, weil wir sowieso her mussten. Aber jetzt kann ich es ja genauer machen. Es war grausam, sie einfach so in die Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Oh, Lisi. Du hast eine Tochter ausgesetzt? Wie kannst du nur? Jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal hart. Wir mussten sogar unsere Baby aussetzen, um selbst zu überleben. Jetzt mal im Ernst. Bevor man ein Kleinkind aussetzt, sollte man... naja, ich sag mal... andere Umstände hervorrufen. Ich sage, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Heute bereue ich es. Ich bete, dass diese noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Tja. Also, Leute. Bitte mach das nicht nach. Ist nicht sehr toll. Was haben wir denn hier eigentlich? Hallo? Ich kenne die Stadt sehr gut. Es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Immer doch. Ja, genau so. Die Leute haben viel erzählt. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit dem Turboschuh kannst du spurten und Gegner rammen. Ach, das ist der Schatz? Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. Ja, die habe ich schon, mein Freund. Danke für den Tipp. Das ist ein guter Tipp, falls ihr diese Schuhe noch nicht habt. Das ist wirklich der Schatz der Burg Drachenfels also. Oh, okay, okay, verstehe schon, verstehe schon. Okay, ich müsste eigentlich zu diesen... Moment, wie ist der nochmal? Auf jeden Fall zu diesen Metallschmied-Dingens-Gedöns. Medizin. Na hallo, hier ist ja gar nichts zu Hause. Ist hier jemand? Hallo? Es gibt viele Krankheiten, doch ich kann sie alle heilen. Die Seele der Kranken ist der Schlüssel zur Heilung. Okay. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Oh, also falls ich mal einen Arzt brauche, ich komme mal bei vorbei und komme zurück darauf zu sprechen, ja? Falls ich mal einen brauche. Das wird nicht so schnell sein, obwohl es könnte schneller sein, als man denkt, ne? Das weiß man nie vorher. Also irgendwie ist diese Stadt so... Ja, sag mal, ganz getrost eigentlich, ganz gechillt, ohne irgendwas. Ah, wo ist der Typ, der mir das Metall geben sollte? Rake?
Weißt du was Besseres? Nee, der sagt nur, dass ich die Schuhe brauche. Mehr auch nicht. So, Rackl war auch schon mal besser. So, ein Hotel. Ja, schlafen muss ich zurzeit nicht, oder? Ne, ich bin voll von den KP her. Passt das? Hier wohnt keiner. Ha. Voll gut ausgestattet hier eigentlich. Finde ich es ganz nett. Mit Rohren sogar. Und hallo, hallo. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt. Nur Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihnen nicht helfen. Leider. Was? Muss sie schützen. Melina. Selbst wenn ich sterben sollte. Melina? Die Prinzessin Melina aus Loire? Vielleicht braucht die Dame doch ein Fiebermittel. Das wäre eine Möglichkeit. Leider nicht. Aber es war eine gute Idee. Das war wirklich eine sehr gute Idee. Also ich sag nur immer das Gleiche. Ich muss sie schützen. Mal schauen, vielleicht weiß der Arzt mehr. Ob ihr irgendwas helfen könnte. Der gute. Man will ja schließlich helfen, ne? Auch wenn man die meisten nicht kennt und so. Ist einfach eine gute Art. Ja, mein Freund, was hat die? Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Jetzt schon. Sie leidet sehr. Ein fieberböse Träume plagt sie. Sie kann nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Ginseng-Wurzel? Die gibt's in Real Life auch. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft, doch den gibt's nicht mehr. Auch ich bräuchte Ginseng. Otakus Laden? Wo war der nochmal? Ich glaube, der war da hinten. Ziemlich dreist versteckt. Ja. Auf die Tür muss man auch mal kommen. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem, ne? Dann lass mal hören. Was möchtest du? Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas noch übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde. Warte, vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Immer doch. Geschäft? Kommt drauf an. Ich habe einen Bruder. Er heißt Wong. Einst waren wir Partner. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Weiß keiner so genau. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagt, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ich gebe dir Ginseng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Okay. Du scheinst sehr besorgt um seinen großen Bruder zu sein. Ich werde nach ihm sehen. Was tust du? Welch nobler Zug. Das ist Ginseng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Ach, er hält Ginseng. Er hält dich jetzt schon, obwohl ich noch nicht geholfen habe. Wie nett von ihm. Also so schlimm ist der Otaku jetzt wieder nicht. Ich zähle auf dich. Ich glaube, mein Bruder ist auf Burg Drachenfels. Jo, auf die werden wir gleich mal hineingehen, aber zuerst, ups, das Ginseng abgeben. Aber wirklich, auf diese Tür muss man erstmal kommen hier. Das ist wirklich ein bisschen dreist. Auf die erste Bahn auch nicht sofort. Muss schon zugeben. Wie ich das erste Mal gespielt habe, ich habe die wirklich anfangs übersehen. Das ist kein Witz, Leute. So, mein lieber Arzt, ich habe noch was für dich. Nennt sich Ginseng. Was sagt eigentlich der Fluffy dazu? Diese Pflanze heilt Krankheiten. Naja. Geht schon, passt. Holleré, hier hast du Ginseng. Gib es deiner kranken Freundin, sie soll es trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien, für alle Zeit. Versuche es. Okay, danke. Jetzt habe ich schon das Heilmittel. So schnell geht das. Weiß nicht, wie schnell das machen konnte, aber okay. Also ich sollte das Ginseng der geben. Ach so, so. Ich dachte, der Arzt macht jetzt eine Medizin draus oder so. Hätte ja sein können. Wo war es nochmal? Wo war es nochmal? Wo war es nochmal? In Hotel, glaube ich.
Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ach ja, war auch schon mal besser. Naja. Ich bin Arzt gewesen. Er sagt, dass die Kraft des Ginseng den Albtraum von ihr nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ginseng geben. Ich muss etwas tun. Sie leidet fürchterlich. Gibt Füder. Füder ist das! Das ist die Ritterin aus Loa, Leute. Falls euch nicht mehr erinnert, das war die eine von dem Schloss. Oder halt kurz davor. Lang her. Und jetzt sehen wir etwas Interessantes. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Strike! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Er muss! Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. Jawohl, Sir. Ich werde gnädig sein, Füder. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas. Füder, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greift an, Unterwerfung oder Tod. Manche Könige können es einfach nicht lassen, ihre Macht auszunutzen. Und auch hier leider. Und nein, das ist nicht Krista, das ist Storkholm. Falls jemand fragt, was geht denn hier ab? Ich verstehe. Schau nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Verzeiht, ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Ach, man könnte sagen, Füder hat den Befehl des Königs ausgeführt, wenn auch mit schweren Herzens. Das hat sie jetzt im Traum geplagt. Was weißt du schon, Ark? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Nicht wirklich. Das stimmt nicht. Du hast Mina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten nicht vergessen und verzeihlicher. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß sie zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Tja, war eine ganz schöne Misere damals. Ah, Prinzessin, Burg Drachenfels, muss mich beeilen. Das war der Traum, sehr interessant. Und Ark hat auch mitgespielt. Ark, Prinzessin, schnell hin. Ja, du bist noch krank, ich kümmere mich darum. Sie atmet jetzt viel gleichmäßig und ist bald wieder gesund. Man könnte sagen, sie hat kurz mit ihm geredet, als sie ja kurz aufgewacht war. Und jetzt ist sie wieder eingelegt. Und hey, was machst du denn hier, mein Freund? Hey, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ich hörte, du hast viel geholfen. Du bist sogar bis Jamaika gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Ja. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Mehr oder weniger. Mir ist jetzt aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge ortet. Er scheint in die mysteriösen Vorgänge auf Drachenfels verwickelt zu sein. Auch ich hatte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht. Lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Zu zweit? Mit Skateboard? Ob das funktioniert, mein lieber Perry, ich weiß es nicht. Aber versuchen kann man's. Einen Moment. Bevor ich irgendwo hingehe, speichern bitte. Ich will nicht wieder in Südamerika landen. Danke.
Woo. Ja, die Spielzeit ist schon ganz angenehm. 11 Stunden. Und meine alte Speicherung war 14 Stunden. Also, da war ich auch ein bisschen crazy drauf, wie gesagt. Und ja, ich habe das in 14 Stunden durchgespielt. Und nein, das ist kein Rekord. Der Rekord liegt über 4 bis 5 Stunden. Und das ist ja wirklich krank. So, Burg Drachenfels. Das ist das Drachenschloss. Die gleiche Musik wie damals in Spanien. Buah. Wir bringen mal einen Blick hinein. Dahin, ja. Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder? Ich leg's her und du schleichst dich in das Schloss hinein. Fertig? Okay, wen meinst du denn? Wer willst du ablenken? Oh, den, okay. Ja, ich muss sagen, der macht das gut. Hey, warte, du! Ja, ich würde mal sagen, das war eine gute Ablenkung. So, willkommen im Burg Drachenfels, Leute. Oh yeah. Und hier ist auch wieder so eine Statue mit, ja, Leuchten. Aber es hat hier nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur Dekoration. Aber cooles Easter, könnte man sagen. Dass die auch wieder da sind, diese Statuen. In Spanien hat man wirklich die Statue gebraucht und hier nicht mehr. Ah ja, das war so hier. Man darf sich nicht erwischen lassen von diesen Dienern. Und die haben jetzt ein Sichtfeld und das sieht man. Das bewegt sich ständig. Und wenn die einen fangen, dann schmeißen die einen raus. So weit, so gut. Hm, hier hinten ist nichts. Na toll, bin ich ja voll... Ach, nicht erwischt lassen. Okay, am Anfang ist es nicht so schlimm, weil ich ja noch am Anfang bin. Aber später wird das richtig krass. Und irgendwie erinnert mich da diese Burg an die spanische Burg von der Hexe von damals. Ach ja, das war noch Zeit. Aber sie sieht doch ein bisschen anders aus. Dungaromba. Upsa. Entschuldigung, darf ich vorbei? Danke sehr. Es gibt hier mehrere Wege. Schau mal hier rechts entlang. Hallo, ich bin doch der Durchreiser. Bloß nicht so laut reden. Sonst bemerken die mich auch noch. Ach, du Heilige. Ja, man kann hier rüber springen. Okay, jetzt wird's tricky, habe ich das Gefühl. Moment, ich glaube, ich muss die Turboschuhe jetzt ausrüsten. Ups, sonst komme ich nicht irgendwo weiter. Ich glaube, man kann diese Wand hier einrennen. Ups! Naja, okay. Irgendeine Wand konnte man hier einrennen. Und dafür braucht man die Turboschuhe. Ansonsten heißt es hier... Ja, ich weiß kaum... das war knapp. Das heißt hier genau hinsehen. Jede Wand könnte hier brüchig sein. Ach du Heilige. Auk! Alle. Das war so klar. Ach, ich bekomme keinen Schaden dafür. Ach, das ist aber nett. Ja, weil es ja keine Gegner gibt. Dafür bekommt man keinen Schaden. Und hier erhält man 200 Taler. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Ich habe eh 5000 für den Dumba ausgegeben. Für den Vogel. Ach ja, das war nett von mir, ich weiß. Achtung, jetzt rüber! Jawohl, und hier ist ein Kristall. Na, das hat sich ja schon ausgezahlt. Ist da sonst noch was? Gang. Alter, Lag, was soll das? Sonst kommst du immer am Anfang der Aufnahme und nicht am Ende, was so? Hat halt einfach Bock. Was ist hier eigentlich los? Auf jeden Fall auf Haufenkisten. Da gibt's Knollen. Ich glaube, das sind Götterknollen. Und 300 Taler. Ups. Ist eigentlich die... fast die einfachste Burg des Spiels. Weil es hier ja halt keine Gegner gibt. Ich kann auch nicht meinen Speer auspacken. Alter. Ey, lass das. Macht keinen Spaß. Okay, hier ist ein Gang. Da ist hier ein Haufen Wasser. Oh, was ist denn hier? Wieder Kristall. Es lohnt sich hier doch ein bisschen mehr umzusehen. Also die 5 Meter, die man bis jetzt gesehen hat. Ja, definitiv. Und jetzt aber runter weiter. Oder ist hoch? Eher hoch. Sieht doch ganz nett aus hier. Und der Wong soll das alles gehören? Na dann. Narrenstab! Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Waffe oder so war. Ich glaube, ja. Was haben wir denn da hier Schönes?
erhöht geringfügig die Abwehr. Oh, ist fast besser wie der Xenospray, ja? Machen wir mal rein damit. Dein Narrenstab. Eine Ausrüstung halt. Ich leider nicht zeigen kann, weil ich nicht angreifen kann. Oh nein. Soll jetzt wieder zurückgehen. Ach du meine Güte. Aber es hat sich definitiv ausgezahlt, diesen Stab zu holen. Das heißt jetzt wieder an den Dienern vorbei und dann schauen, was weitergeht. Kann doch nicht so schwer sein. Ist es auch nicht, weil diese Burg ist einfach... Moment! Schnell laufen! Jawoll! Juhu! So läuft man richtig schnell, Leute. Einfach mal L drücken. Ups. Natürlich mit den ausgerüsteten Schuhen. Sonst wird das nix. So, da ist man gleich doppelt so schnell unterwegs, glaube ich sogar. Und alle ab. Ja. Ah, achso, man kann nicht springen. Okay. Wenn du schnelles Laufen kann man nicht springen. Habe ich komplett vergessen. Naja, nicht so schlimm. Man kann hier so oft runterfallen, wie man will. Man wird nicht daran sterben. Aber man sollte es nicht untertreiben. Danke sehr. So. Alle hoppi, 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 hoppi. Jawoll. Hallo, da bin ich wieder. Ah, cool, von einem Wächter entdeckt. Ach, danke, dass du mir raushilfst. Erspart mir ein bisschen Weg. So. Ah, hier ist auch ein Weg. Aber ich glaube, da links war nichts wirklich. Ich schaue jetzt nochmal. War da wirklich nichts? Doch, da ist ein Gang. Ein Moment, das ist mir zu suspekt. War ein etwas so. Diese Wand ist mir wirklich sehr suspekt. Dachte, man kann dagegen laufen. Da tut sich was, aber nein, eher nicht. Ach, Drachenfels, wie lange war ich schon nicht mehr hier? Das Witzige ist, ich konnte mich an die älteren Dungeons ein bisschen erinnern, also die ganz am Anfang des Spiels waren, aber je weiter ich ins Spiel komme, desto weniger erinnere ich mich. Das ist merkwürdig. Außer ein paar Kleinigkeiten. Och, du meine, wie kommt man an denen vorbei? Ja, nee, ist klar.